Bei einem Restaurantbesuch kommt es nicht nur aufs Essen an. Auch der Service muss stimmen, und zwar rundum. Hierzulande ist es leider oft immer noch die Ausnahme. Aber dieser Tisch hier wird heute zu einer Oase in der Servicewüste Deutschland. So, herzlich willkommen hier im Sonnenhof. Dankeschön. Sie waren schon mal hier? Oh, 100.000 Mal. 100.000 Mal. Wir haben die Woche der Qualität. Ich weiß nicht, ob Sie das wussten. Nee. Heißt, wir wollen so ein bisschen neuen Drive hier rein. Ach so, genau sowas. So, dass es auch für Sie gut aussieht und dass Sie sich wohlfühlen. Okay. Ne? Ja. Schauen Sie mal. Das Lokal hier ist schlicht und bürgerlich. Der Service geht aber eher in Richtung von und zu. Was machen Sie jetzt? Also Richtung von der Rolle und zu aufdringlich. Jetzt lassen Sie mich mal ein bisschen in Ruhe. Erleben Sie. Ein Menü, das auf den Magen schlägt. Serviert vom aufmerksamsten Kellner Deutschlands. Soll ich? Der Schmuck hat nicht geschmeckt. Schmeckt? Ja, alles gut. Alles gut, danke. Lukas ist nur für seine Gäste da, ob sie wollen oder nicht. Oh nee, das ist aber nervig. Ich könnte doch jedes Menü weg, dann nochmal alles nicht. So, Entschuldigung, dass ich jetzt so lange gebraucht habe. Ich kriege einen Salat zu den Türf. Und der Herr, bitte? Ich kriege das hier. Garnelen mit Knoblauch. Ja, gut. Oh, ich will ja nichts sagen, Sie sind ja überfreundlich, aber das ist eigentlich zu viel jetzt hier. Aber wie gesagt, wir wollen ja noch ein bisschen mehr Qualität bringen. Ja, aber das nervt dann vielleicht auch. Die Garnelen, wie sollen die sein? Also, wenn sie in der Küche sagen, dass die Garnele für mich wären, da wissen die genau, wie ich sie gerne hätte. Okay. Die habe ich schon hier zentnerweise gegessen. Okay. Lukas bestellt genau das, was der Gast hier gerne isst. Zentnerweise Garnelen. Ein Zentner Garnelen, bitte. Sag mal, wo sind wir denn hier? Aber vor den Garnelen kommt erst noch der Gruß aus der Küche. Die Serviette für Sie. Perfekt. Darf ich es bei Ihnen drauflegen, oder? Nee, wenn Sie mir das in die Hand. Einmal so. Danke. Zack. Perfekt. Lukas legt vor. Und er legt nach. Immer wieder. Ich hole Ihnen noch was. Geh ich jetzt raus und sagst du mich, oder soll der von dem Tisch hier wegkommen? Ich brauche doch keinen, der mir hier jedes Oliv einzeln hinlegt. Also. Seine Mission, Beschwerde beim Chef. Lukas Mission, nach wie vor perfekter Service. Ist alles in Ordnung? Ja, alles gut. Okay. Geht's ihm nicht gut, oder? Doch. Geht ihm gut? Ja. Aber schmeckt's nicht? Also nichts am Essen? Ist alles nervig im Moment gerade. Egal, wer an diesem Tisch sitzt, Lukas hat ein tolles Gespür dafür, wie man so richtig schön nervt. Schmeckt der Kaffee nicht, oder? Weil Sie haben jetzt noch nichts getrunken. Wir melden uns, danke. Ja? Ja. Bei der Dame? Ja? Ja. Gut. Danke. Bitte? Darf ich mich mit ihr unterhalten? Ach, weiß ich gar nicht. Nee. Nee, ich dachte nur. Entschuldigung. Kann ich irgendwas verändern? Tun Sie uns Gefallen und lassen Sie uns jetzt mal am Tisch alleine. Kommen Sie nicht dauernd hier hin. Dürfte ich denn schon abholen? Ja, gern. Ja? Oh, das ist ein bisschen bröselig bei Ihnen gerade. Einen Moment, die mache ich weg gleich. Kein Problem. Entschuldigung. Ein Besen oder was macht der Krümmel weg oder was? Lukas hat was viel Besseres als einen einfachen Besen. Nee, lassen Sie einfach alles so wie hier. So, ich glaube, jetzt passt's wieder. Und weiter geht's. Entschuldigung für die Verspätung. Zack. Nicht so voll. Achso, das tut mir leid. Bin sofort wieder da. Also, wenn man nicht bestellt hätte, wäre ich aufgestanden, dann wäre man gegangen. Ja, aber die Bestellung läuft und das Essen kommt.
mehr Garnelen waren tatsächlich nicht da. Ja, oder? Das ist viel zu viel. Sie wollten noch einen Zentner Garnelen mit Knoblauch. Also das so. Nee, das ist unappetitlich. Das will der nicht. Also der will ja keinen so einen riesen Schüssel Garnelen. Ja. Ich hol den Teller, ja? Er bekommt nicht nur einen Teller, sondern auch Lukas volle Aufmerksamkeit. Gleich zumindest. So, Sie sagen Bescheid. Erst muss der kurz am Nachbartisch Bescheid geben. Die Garnelen sind aus, kann ich Ihnen gleich sagen. Oh. Ja. Bei Ihnen alles gut? Alles in Ordnung. Schon mal gleich mehr. Wir gehen ins Auto und essen so. Zurück zu den Garnelen. Er isst eine und kriegt eine. Ich habe 3 gezählt, die weg waren. 3 dazu. Wir haben uns besser mit Pizza gegangen. Ich sage Ihnen jetzt was. Ja. Wenn Sie das hier so weitermachen, mir jedes Mal eine neue Truffe, stehen wir auf und gehen heim. Das wollen wir nicht. Ich habe überhaupt keinen Hunger mehr, mir ist der Appetit vergangen. Aber darf ich Sie einladen? Nee, Sie dürfen uns nicht einladen, wir brauchen niemanden, der uns einlädt. Vielleicht in eine Fernsehsendung einladen? Verstehen Sie Spaß. Zum Beispiel in die Fernsehsendung, verstehen Sie Spaß! Oh. Liebe Spaß-Community, ihr wisst ja, was zu tun ist, wenn euch dieser Film gefallen hat. Ihr könnt uns natürlich auch jederzeit abonnieren, das freut uns sehr. Und wenn ihr das neue Video sehen wollt, einfach hier oben klicken.